So, wir sind in Amman. Es wird zum Gebet gerufen. Ich glaube, ihr hört das ganz gut. Und ich stehe hier vor dem Sydney Hotel, mitten in Amman. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr nach Amman kommt, versucht dieses Sydney Hotel zu bekommen. Sehr günstiger Preis und mitten in der Stadt. Und wir gehen jetzt zu einem Freund von mir, zu Mohammed. Mohammed besitzt hier ein Restaurant. Da führe ich euch jetzt hin. Und es ist nicht weit weg von hier. Ich laufe für euch, ihr kommt einfach mit. Bis gleich. So, mittlerweile sind wir ein bisschen unten weiter in der Stadt. Der Gebetsruf ist immer noch. Und also eine kleine Info. In Amman gibt es 800 Moscheen. 800 Moscheen für 4.500 oder 4,5 Millionen Einwohner. Nicht 4.500. Ja, und was wir hier vorne sehen, das ist denn so aktuell der Stau hier in Amman. Und nicht mehr lange sind wir beim Restaurant. So, wir sind jetzt gleich bei dem Restaurant. Ich will euch eben aber noch ein anderes Restaurant zeigen. Wenn ihr in Amman seid, müsst ihr unbedingt hin. Und zwar ist es das Restaurant Hashemi. Ich hatte das in einem Video von mir schon erwähnt. Und da müsst ihr unbedingt hin. Nationales Essen von Jordanien. Und ich kann nur empfehlen, da hinzugehen. Ich drehe mal die Kamera. Das Restaurant ist ein bisschen versteckt, aber das werdet ihr finden. So, muss ich das Video mal gerade kurz unterbrechen. Ich wurde gerade wieder gefragt, ob ich irgendwas kaufen möchte. Was wir natürlich nicht wollen. So, und jetzt gehen wir mal rüber auf die andere Straßenseite. Und dann kann ich euch das Restaurant zeigen. Da drüben ist es. Ich zoome da mal rüber. Und da müsst ihr auf jeden Fall hin. Denn das ist das Restaurant, wo auch der König hingeht. Und das ist schon genial. Autos einfach anhalten, rübergehen, nicht fragen, machen. Ich liebe Jordanien. So, das ist das Restaurant. Hashemi Restaurant. Fotos von dem König. Und da müsst ihr hin. So, jetzt gehen wir zu meinem Freund Mohammed. Dazu muss ich jetzt gleich wieder über die Straße rüber. Aber mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, in Jordanien über die Straßen zu gehen. So, gleich sind wir da. So, einmal gucken. Einfach rübergehen. Ja, Licht an den Autos wird überbewertet. Und schon haben wir das wieder. So, mittlerweile sind wir angekommen an dem Restaurant. Und das ist das Restaurant von meinem Freund Mohammed Zorbash. Müsst ihr definitiv hin.
So, mittlerweile angekommen im Restaurant und jetzt gehen wir mal zusammen hinein. Auf geht's! So, inside. Und das hier, das ist der Mohammed. Jawohl. Und wenn ihr in Jordanien seid, ja, müsst ihr in dieses unbedingt Restaurant kommen. Unbedingt. Unbedingt. Zu Sorba Rustran. Genau. Ja. Und das Essen, also einmal Frage, Sie können fragen. Ne? Richtig. Und mit Mohammed könnt ihr euch unterhalten. Genau. Ich werde jetzt lecker essen und euch nachher zeigen, was es Leckeres gegeben hat. So, mittlerweile ist der Hauptgang angekommen und ich kann euch nur sagen, sowas von leckeres Essen. Und es ist kaum zu schaffen, das aufzuessen, weil es so viel ist. Hammer. Sehr, sehr zu empfehlen. Aber das hat Mohammed euch ja schon selber gesagt. Ich werde es weiter essen und ich werde nachher nochmal berichten, auf dem Weg ins Hotel, wie es war. Bis später. So, das war das Restaurant Sorbarash hier in Amman. Adresse habe ich euch verlinkt und auch die Visitenkarte. Also Mohammed ist wirklich ein hervorragender Gastgeber. Wenn ihr in Amman seid, geht unbedingt hierher. Adresse ist da, Facebook habe ich euch verlinkt. Und in dem Video findet ihr auch noch die Telefonnummer von dem Sohn von Yusuf. Den könnt ihr jederzeit anrufen. Yusuf spricht allerdings nur Englisch und ansonsten genießt die Zeit, wenn ihr hier nach Amman kommt und das ist direkt vor dem Restaurant. Ihr seid hier wirklich mitten in der Stadt und hervorragendes Essen. Ja, ich werde hier gerade von der Seite schön angestrahlt. So, jetzt geht's ab ins Hotel und morgen schneide ich die ganzen weiteren Filme. Ich wünsche euch einen schönen Abend und immer dran denken, unten abonnieren drücken. Mit dem Glöckchen kriegt ihr alle weiteren Informationen. Bis dann. Ciao, ciao.